Oh, das war's. Ich glaube, damit haben wir das Objekt. Die Bienen waren offenbar fleißig. Sehr ungewöhnlich. Ja, ich glaube, jetzt können wir uns das Blasrohr herstellen. Oh, mega gut. Okay, so. Wir haben alles beisammen. Was soll das sein? Ein Teil eines Hochpräzisionsblasrohrs vielleicht? In deinen Träumen. Naja, die sind in letzter Zeit ziemlich präzise. Oh. Und das gehört nicht... Okay, das ist ja auch Wachs, ne? Ja, aber... Okay, das wundert mich jetzt. Okay. Oh, Wachs. Wachs. Jetzt habe ich es verstanden. Was wir damit machen sollen. Okay. Schade, wir waren so nah dran. Aber jetzt müssen wir erstmal noch was anderes machen. Vielleicht hilft das hier gegen deine Beinbehaarung. Ein Versuch ist es wert. Diese Pein! Diese Agonie! Wenn du damit fertig bist, dich zu benehmen wie ein Mädchenpensionat, das geschlossen Pipi muss, kann ich deinen Rasierer ausborgen? Hier, nimm! Es sah gerade so... Ich brauche ihn nicht mehr! Schlimm aus! Nicht, bis ich meine Beine wieder spüre! Oh, das sah so heftig aus. Ja, auch... Was, Lady Shay? Okay... Oh, bitte. Ich hab mir so gedacht, bitte nicht, und auf einmal passiert's. Oh nein. Jetzt haben wir den. Jetzt müssen wir überlegen. Was sollen wir denn damit jetzt anfangen? Lady Shave. Hätte eigentlich funktionieren müssen. Jetzt haben wir ein Item bekommen, womit ich überhaupt keinen Plan habe. Was wir damit jetzt machen? Erstmal wieder... Das hat noch keiner. Ich muss es wohl noch eine Weile im Mantel lassen. Erstmal wieder mit allem Möglichen probieren zu kombinieren, aber witziger Text. Das hat noch keine Haare. Ich muss es wohl noch eine Weile im Mantel lassen. Es hat noch keine Haare. Ich muss es noch eine Weile im Mantel lassen. Dann wegwachsen dort Haare. Keine Spuren zu erkennen. Ich glaube eh... Okay. Das hatten wir schon. Tony hat recht. Ich bin einfach nicht zum... Das ist nicht Glas. Mit... Ich ver... Nicht nö. In mein... Zumindest... Also nicht... Ich will gerne mal wissen, was passiert, wenn wir das der Toni geben. Die denkt sich auch, was willst du mir damit sagen? Zum tausendsten du kannst. Ja, okay. Dann machen wir das jetzt auch. Einfach. Aber, ach so. Okay, ich weiß schon, was wir damit machen sollen. Aber ich will es trotzdem jetzt einfach aus Spaß einfach mal der Toni zeigen. Arme Toni, ne? Ich weiß. Aber ich glaube, ich weiß, was wir damit machen sollen. Frauenversteher wie ich erkennen die subtilen Signale. Erzähl mir. Ah, okay. Sie sagt nichts dazu. Schade, schade. Aber wir haben eine andere Verwendungsmöglichkeit mit dem Rasierer. Und jetzt stillhalten. Was? Da sind, hey, stopp. Da sind ja die Bienen drin, ne? Wie fühlt sich das an, Rattenjunge? Was ist aus Rattenmann geworden? Das fragten sich viele. Er war nur kurz in der Stadt. Und er verschwand genauso leise, wie er gekommen war. Aber sein kurzer Besuch hatte tiefe Nagespuren in ihren Herzen hinterlassen. Also so bester Musik. Sehr gut. Ja, tiefe Spuren auf jeden Fall, Rattenmann. Ja, sehr gut. Bienen. Boah, sie sind ganz müde von der Aufregung. Sie haben sogar schon ihre kurzen Beinchen abgelegt. Okay. Hallöchen. Jetzt haben wir alles. Was soll das sein? Ein Teil. Lass das mal den... Das sind gute Bienen. Genau richtig für ein Hochpräzisionsblasrohr. Dann haben wir jetzt alles zusammen. Hier hast du dein Blasrohr. Cool. Viel Vergnügen damit. Danke. Wir müssen das erstmal ausprobieren, bevor wir damit zur Dartscheibe gehen. Ich glaube, an Toni wäre das nicht schlecht, ne? Die Toni tut mir leid. Unser Versuchskaninchen. Ich hätte es besser hinbekommen. Aber für den Anfang nicht übel. Das sieht so komisch aus.
Frauenversteher wie ich. Okay. Leider keinen separaten Text dafür. So. Ich glaube, niemand denkt, es gibt so einen Typen, der das unbedingt immer wieder an Toni einsetzen muss. Aber hey, andererseits, wir sind Rufus, also. Ist eigentlich ein offensichtliches Ding, ne? Dass wir das erstmal an Toni ausprobieren wollen, aber machen wir es halt so. Ja, so geht's auch. Naja, dann halt so. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ist eigentlich. So kriegen wir sogar beide Objekte, ne? Ich hoffe, das war jetzt nur zum Einschläfern, ne? Ja, seine Muskeln entspannen sich noch. So schlimm kann's also nicht sein. Okay. Gonzo, alles klar bei dir? Ja, Rufus, alles super. Dich trifft keine Schuld. Ha, alle haben es gehört. Kein Grund zur Sorge. Ich mach mir Sorgen, weil da kommt kein einziger Piepston von ihm. Auch kein Stöhnen oder so ein Achselzucken. Er ist einfach komplett außer Betrieb. Ja, wir haben direkt beides eingepackt. Können wir den Pfeil wieder mitnehmen? Nö. Wir haben jetzt... Das ist ein Drosselglied. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Das Drosselglied. Der Spielverderber unter den paramechanischen Bauteilen. Aber wir haben den Stromumkehrer. Ja, lief doch ganz gut, würde ich sagen. Dann ab zum Nilbot. Warum heißt der eigentlich Nilbot? Komisch. Glas haben wir schon. Ja, dann brauchen wir jetzt nur eins nach dem anderen erledigen. Dann haben wir alles. So, wie war das jetzt? Ach, egal. Beim ersten Mal hat's ja auch so geklappt. Oh nein. Alle Menschen müssen vernichtet werden. Boah, aua! Was soll denn das? Wo ist Chillbot? Chillbot kann dir nicht helfen. Dieser Versager-Modus lässt sich nur im gedrosselten Betrieb aktivieren. Aber bevor ich mich von dir drosseln lasse, werde ich dich erdrosseln. Ja, das habe ich mir. Das wollte ich eigentlich gerade noch sagen, bevor wir den Stromkehrer reintun, aber da war es schon zu spät. Und zwar brauchen wir jetzt nur eine Sache nach dem anderen machen, es sei denn, da kommt wieder was dazwischen. Und genau das, diese Situation haben wir jetzt. Ach, das hier. Kühlbomb-Brutalitätslevel wird gesenkt. Modus würgen. Besser. Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie ich den Chillbot-Mode aktivieren kann. Wer kann das ja nicht sein? Gibt ja nur drei Hebel. Okay, wir haben jetzt unser Rätsel wieder. Wo sind denn die Hebel? Hier ist einer, da ist einer und hier ist der rote. Okay. Ja, gut. Ja, einfach mal ausprobieren. Kühlbomb-Mode. Kommen Sie näher und wärmen Sie sich am Feuer Ihrer sympathischen Barbecue-Assistenten. Ja, richtig gut. Aber das ist nicht das, was wir wollen. Action! Rehbot-Boot! Halten Sie lieber Abstand! Hä? Aber müsste diese Einstellung nicht den Chillbot aktivieren? Ja, Action! Im Grunde schon, aber durch das Drosselglied habe ich mir einen Prozessor unter Kühlung zugezogen. Dann muss ich also nur das Drosselglied entfernen, um Chillbot zu erhalten? Das wäre zu freundlich. Okay, aber jetzt kommen wir nicht mehr dran, ne? Warum? Da habe ich jetzt nicht ganz gesehen, warum das plötzlich blockiert wurde. Chillbot-Mode. Ach so. Dann geht das hier auf. Ja gut, wenn wir das hier aufmachen, dann geht das hier wieder. Ja, man sieht das sogar grün, rot, blau. Wir sollten einfach jetzt blau, würde ich erstmal aktivieren. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt das hier aktivieren? Achso. Achso, ja gut. Was passiert, wenn wir den jetzt betätigen? Willkommen in der Dimension des subtilen Schmerzes. Boah, aua! Was soll denn das? Ja, winsel ruhig. Du wirst noch viel mehr leiden. Mensch! Hä? Was ist das für ein Roboter? Killbot-Mode. Oh oh. Killbot-Mode. Wow, das ist... okay. Und jetzt das hier. Action!
Ah, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, die Spawnmodule, oder? Das ist draußen geht. Fragt mich nicht, wie wir das geschafft haben. Ich habe einfach die Hebelkombination jetzt ausprobiert, die wir noch nicht hatten. Ja. Drosselglied entfernen und dann müssen wir es haben. Gilbert Mount, lehn dich zurück und genieß die coole Atmo, Mann. Na endlich. Kuwaks Minigame Meister. Ey, yay, ein Achievement. Ja, jetzt dürfen wir das Glas benutzen und einmal Eiswürfel bitte. Ja, das gefällt dir, Nibot, ne? Das war echt nötig. Ja, glaube ich dir. Sollen wir das mitnehmen? Der ist für die Ewigkeit eingerast. So, zumachen und dann gehen wir. Bin mal gespannt, was jetzt noch dazwischen kommt, weil normalerweise könnten wir ja jetzt die Kartoffel abkühlen lassen, aber ich habe das Gefühl, irgendjemand schnappt sich jetzt die Kartoffel oder so. Irgendwas passiert jetzt. Die Kartoffel liegt da noch. Ah, okay. Mal schauen, was passiert. Na toll. Sie sind einfach in den Grill gepurzelt. Ach, so bekomme ich. Ja, das war doof. Das war jetzt doof. Da habe ich einen Schritt vergessen. Wir sollen ja das Glas mit den Eiswürfeln erstmal auf den Herd stellen. Genau. Ach. Ja, das war jetzt doof. So, das Glas. Einmal Eiswürfeln und dann Tür zu und wieder raus. Und ab ins Dorf. Wie, jemand nimmt sich jetzt gleich das Glas und trinkt das. Pass auf, wir gehen weg. Nö. Funktioniert diesmal alles. Okay. Keine Umwege mehr. Professor Rufus präsentiert das Wunder des Wärmeaustauschs. Geil. Ja, her damit. Und jetzt halbieren. Okay, erstmal die Folie abmachen, stimmt. Jetzt halbieren. Und drücken. Auch problemlos. Dann die Kopfhörer. Früher habe ich immer Kartoffelastronauten gebastelt. Ich glaube, ich hätte es noch drauf. Sagte ich Kartoffelastronauten? Ich meinte Ohrenschützer. Ach so. Er wollte jetzt Astronauten bauen, auf einmal sind da Ohrenschützer draus geworden. Okay, verstanden. Hey, soweit waren wir schon mal. Sind das etwa Ohrenschützer? Gut, eigentlich könnten wir das ja jetzt tippen. Soweit kennen wir das ja schon. Kommt schon. Und jetzt kann ich mir die Flaschenbürste nehmen. Damit verwende ich unsere Flinte für vollständig. Fertig, der Elefant kann kommen. Ja, wir sind jetzt einsatzbereit, sehr gut. Dann ab nach unten und jetzt geht's los, jetzt geht's weiter. Okay, wir haben alles Vorherige jetzt geschafft. Dann mal gucken, wer jetzt dieser Elefant auch ist. Wir hatten ja erst die Vermutung, kurzzeitig, warum auch immer, fragt mich nicht warum, dass es Toni sein könnte, aber das schließen wir ja jetzt aus. Die ist ja jetzt da unten bei dem Vater. Ja gut, rein da. Jetzt ist aber gut, Tuck, ne? Jetzt nicht mehr in die Hose machen, denn jetzt bekommst du eine geladene Wumme. Fertig, der Elefant kann kommen. Ganz genau. Gefreiter Tuck. Du bleibst hier und bewachst den Eingang. Moment, ist das eine Schusswaffe? Du wolltest doch eine Waffe. Aber ich bin Pazifist. Du bist vor allem jetzt auf ein leichtes einmal. Ziel für jemanden mit geladener Waffe und überstrapaziertem Geduldsfaden. Ach, die Waffe, mit der ich den Eingang bewachen kann. Endlich! Wie aufmerksam, dass du sie aufgetrieben hast, um sie mir nun langsam mit dem Schaft voran zu übergeben. Ja, jetzt sieht's doch schon besser aus mit seinem Aluhut auf dem Kopf. Wir haben auch noch Alufolie. Gucken, wie wir die noch benutzen. Ich halte hier die Stellung, Sir. Übertreib's nicht, okay? Jetzt können wir rein. So, sind jetzt endlich alle Sorgen und Ängste beseitigt? Naja. Sehr gut. Dann los, bevor unserem blutrünstigen Geisterelefanten noch Fangzähne wachsen. Das wäre ungünstig, aber es ist ein Kostüm, oder?
Er macht Witze, oder? Ganz auszuschließen ist es nicht. Und? Was gefunden? Nichts. Und eine Abzweigung gab es auch nicht. Wie bei mir. Dann kommen wir offenbar zu spät. Na, so schnell schießen die Russen nicht. Vielleicht ist er auch über diese Leiter entwischt. Ein Elefant, der Leitern klettert? Du hast einfach keine Fantasie. Hat halt keiner bemerkt, oder dass es aussieht, als wäre er in einem Kostüm drin. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wie wir da hochkommen. Vielleicht ist er auch der Elefant. Immerhin habe ich die beiden noch nie zusammen in einem Raum gesehen. Ja. Ich sollte ihn im Auge behalten. Auf jeden Fall, die ist... Oh. Das könnte er sein. Nur es gibt irgendwie null Grund, warum er das tun sollte. Du gehst vor. Unmöglich. Ich habe die Uhr gerade erst gestellt. Das macht ja auch keinen Sinn, weil er war ja da im Auto, wo der Elefant kam, also... Ja. Was ist denn das mit der Kurbel? Keine Ahnung, wofür die ist. Aha. Ach, da kam der her. Hier sind wir also. Verdammt clever. Und, wo ist jetzt dieser Elefant? Zack. Aber immerhin kennen wir jetzt sein Versteck. Wir könnten zurück in die Vergangenheit und ihm eine Falle stellen. Ich weiß nicht. Reicht denn die Zeit dafür? Zeit ist deine Abteilung. Können wir nicht einfach noch ein bisschen weiter zurückspulen? Dann baue ich die Falle kurz, bevor ich dir beim Einparken helfe. Ich kann's versuchen. Ich glaube, ich habe noch ein Verstärkungsglied auf der Ladefläche. Aber viel wird nicht rauszuholen sein. Nicht viel ist mehr, als ich von dir erwartet habe. Zeit, mein Gewinnergesicht aufzusetzen. Ja, jetzt mach... Wir haben einen Plan! Tatsächlich. Was passiert denn jetzt? Vielleicht sollte ich lieber diese Elefantenfalle bauen. Auf jeden Fall. Ich denke mal, die Zeit ist jetzt irgendwie schon zurückgespult worden. Weiß jetzt nicht wie oder wer das getan hat. Aber okay. Oh nein, jetzt haben wir alles wieder weg. Oh nein. Aber das ist ja geplant, also ist es ja okay. Wir sind ja jetzt, fortgeschritten. Ja gut. Ja dann, Knitterfolie. Und dann bauen wir jetzt die Falle. Aber wie ist jetzt die Frage, ne? Ah, hier ist jetzt auch die Luke. War die vorher schon da? Ich weiß es nicht. Oh. Okay. Wir können auch einfach jetzt runtergehen. Oh, das ist interessant. Okay, wir können jetzt... Aha. Schon fertig mit deiner Elefantenfalle? Dann war es also gar kein Traum. Natürlich nicht. Bist du etwa gerade erst aufgewacht? Du hattest einen ganzen Tag Zeit. Ich hab verschlafen, okay? So was passiert. Aber ich musste die ganze Strecke von Porta Rustica noch einmal fahren. Mach dir mal nicht ins Hemd. Die Falle ist ja so gut wie fertig. Ja, wie witzig. Er kommt von Posta Fisca oder sonstiges. Ist er... Der hat die Zeit so weit zurückgespult, dass er jetzt die ganze Fahrt nur von da bis nach Kuwak aufnehmen musste. Und wir haben einfach geschlafen, anstatt die Falle zu bauen. War eigentlich komplett unnötig, so teilweise. Schrott nehmen wir auch wieder raus, oder? Das ist so krass, wenn man jetzt überlegt, dass man die ganze Zeit jetzt wieder zurückgedreht hat und alle Objekte sind wieder da, wo sie sind. Und Lotti ist noch Lotto. Krass. Einfach wieder die Zeit zurückgedreht. Jetzt müssen wir die Falle bauen, ne? Aber wir können nicht hier durch, ne? Weil der uns nicht lässt. Und? Oben lang können wir auch nicht. Ah, nicht ohne Niemand kann behaupten.
Machen wir mal. Mal gucken. Noch nicht. Erst die Elefantenfalle, okay. Seil haben wir ja schon mal. Das Schild konnten wir doch mal abmontieren, ne? Weg damit! Diese Dinger haben mir lange genug die Sicht auf die Knallgasschlote versperrt. Genau, jetzt haben wir eine Halterung. Das Seil ging noch nicht, ne? Na, ich will eine Elefant, keinen Fallstrick für Rollatorpiloten. Ach so. Dann fehlt uns wahrscheinlich die Objekte dafür. Und die müssen wir jetzt erstmal holen gehen, indem wir hier runtergehen. Und zum Porzellanladen laufen? Ich weiß nicht, wofür die Kurbel ist. Dafür ist die Kurbel. Ah, ja, okay. Endlich ist es wieder gestattet, die Knallgasschlote in Brand zu stecken. Jetzt ist es aber zu hoch, ne? Bei einer Springfalle wäre das der perfekte Ort, um das Seil umzulenken. Aber dafür fehlt ein Umgelenk-Dings, wie die Profis es auszudrücken pflegen. Okay, ich denke mal jetzt nicht, er meint einen Stromumkehrer, denke ich jetzt nicht. Wir machen es erstmal wieder runter. Okay, hätte mich jetzt gewundert, wenn das noch weiter hochgegangen wäre. Dürfen wir jetzt hier mit dem Porzellan irgendwas machen? Schätze mal nicht. Das ist genau das, was ich für meine Elefantenfalle brauche. Echt jetzt? Ja, super, ein Rufus im Porzellanladen. Bei Lichte besehen, so nützlich war es auch wieder nicht. Nee, war es nicht, aber ich glaube dafür das Klobrillenregal. Ein Rufus im Porzellanladen ist schlimmer als ein Elefant im Porzellanladen. Schon toll, so ein Geweih. Ja, gut, das ist typisch Rufus. Er kriegt's nicht gebacken, das mitzunehmen. Geweih. Ich schätze, da müssen wir irgendwas drüber spannen. Ha! Bullseye! Und da behauptet Toni immer, ich könne bei Klobrillen nicht zielen. Ah, nee, Toni, sowas können wir. Können wir die Knickerfolie wieder... Nee, jetzt können wir hier gar nichts mehr machen, das ist gut. Toni will immer, dass ich die Klobrille runterklappe. Aber jetzt mal unter uns, Klobrille. Ich kann einfach nicht, wenn ich mich beobachtet fühle. Ja, deswegen. Das ist... Nee, es geht nicht. Ja, jetzt haben wir eine Klobrille. Krass. Also ich finde es manchmal echt krass, was wir für Items in unserem Inventar bekommen. Eine Klobrille ist genau das, was wir natürlich jetzt brauchen. Warum gibt es hier zwei Eingänge? Wegen dem McChronicle wahrscheinlich. So, können wir damit jetzt was machen? Jo, Tatsache. Nicht gerade der gemütlichste Platz für ein Außenklo. Aber was raus will, muss raus. Bin mir noch nicht ganz sicher, wie die Falle am Ende aussehen soll. Ich will eine Elefantenfalle bauen. Keinen Falsch, ich habe... Ja, okay. Scheint fehlen uns da noch ein paar Objekte. Schraubenschlüssel, Kurbeln vielleicht und dann wieder hoch. Und dann das Seil benutzen. Was? Ja, das geht halt echt. Hä? Das ist halt so verwirrend. Warum macht er das nicht vorher? Aber... Hey, sieht schon aus wie eine Falle. Aber noch nicht so wirklich fertig, ne? Achso. An die Luke? Die Falle ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. Ja, okay, wenn die Luke jetzt aufgeht, dann, ja, wird zugeschnappt. Die Falle ist gestellt. Dieser Problemelefant hat meinen letzten Nerv getötet. Und wird danach sein rosarotes Wunder erleben. Ja gut, ich habe jetzt erst gedacht, wir müssen jetzt noch ganz, ganz viel Zeug wieder machen in Kuwak, damit wir die Falle fertig bekommen, aber anscheinend ist sie fertig. Wie jetzt? Du bist schon fertig? Hatte ich eine Wahl? Du hast viel zu lange gebraucht. Ja, aber dieser ganze Aufriss diente doch nur dem einen Zweck, dass du die Gläser nicht kaputt fährst. Und jetzt kannst du einfach so ohne mich einparken. Das gibt's nicht. Hey, ja, das, stimmt. Hängt mit der Komplexität von Zeitreisen zusammen. Schwierig zu erklären, noch schwieriger zu verstehen.
Du hattest die Rückspiegel falsch eingestellt, ne? Ich kann gerne wieder vorfahren, wenn du möchtest. Nee, lass mal, passt schon. Warte mal, wisst ihr, dass auch der Chuck eigentlich der Elefant sein könnte? Ist es möglich? Weil wir haben Chuck auch noch nie mit dem Elefanten gesehen. Der hat nur einmal so getan, als hätte er gegen den gekämpft, oder? Hm. Ich glaube schon. Chronocar. Ja, was ist denn jetzt? Was ist jetzt? Er hat jetzt eingepackt, die Gläser sind da. Wir können jetzt Toni eigentlich Bescheid geben, dass er... Oh nein. Okay, wie es aussieht, ist der Elefant uns jetzt schnurzegal, weil es ging ja nur damit darum, dass er einparkt, damit die Gläser nicht kaputt gehen. Jetzt sind die Gläser nicht kaputt gegangen. Jetzt können wir Toni rufen, damit sie die Gläser einlagern kann. Und ich glaube, ich weiß schon, was passiert. Ab zu Toni. Wo ist die denn jetzt aktuell? In der Bar müsste die sein.